Junior, retire la tête d'animal. Na, kennst du? Ja. Los, beweg dich! Il est énorme, ce navire. Cet endroit, c'est un foutu cimetière. J'espère qu'on est les seuls. Ich wollte es lesen. Kann es auch nicht lesen. Hey, wie geht's? Oh yeah. Ja, ist ja gut. Scheiße. Los, weiter! Da war eine Hand. Kommen wir zurück? Echt? Geht's zurück? Nee. Ja, toll. Okay. Mir gefällt es hier absolut nicht. Miller. Was haben die jetzt mit uns vor? Vielleicht machen sie uns Abendessen? Ein Drei-Gänge-Menü oder so? Was? Da war was. Oh Scheiße! Hä? Was war denn das jetzt? Keine Ahnung. Hey du, ich bin zwar verlobt, aber hey, vielleicht können wir uns einig werden, wenn du mich freilässt. Na, was sagst du? Hm, ja? Nee? Okay. Sie übernehmen morgen Pedersens Wachdienst, er ist schon wieder krank. Es ist komischerweise immer, wenn der Dienst in Frachtraum 3A hat. Antritt um 2400. Ja. Jan braucht dich hier. Okay, ihr alle in den Raum.
dunkel hier drin. Wir brauchen Licht. Oh. Danke. Oh, ich hab Lichter gemacht. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Das hat doch etwas mit diesem Mandschureigold zu tun. Wir sind nah an den Koordinaten. Hat noch jemand gewaltig Schiss vor diesem Schiff? Vielleicht ist dies das Schiff mit dem Gold an Bord. Das ist durchaus möglich. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Gehen wir zurück zum Boot, verschwinden von hier und bleiben ab sofort für immer an Land. Was haltet ihr davon? Ich habe einen der Typen gesehen mit einem Teil vom Boot. Die Verteilerkappe. Teil des Motors. Ohne sie ist die Duke of Milan nur ein Haufen Schrott. Wir brauchen sie zurück. Während diese Typen nach Mandschureigold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Fliss, ich wollte nur sagen, dass das vorhin war wohl ein Missverständnis. Wie bitte? Ich bin wohl also vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest, aber... Ich meine, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns, also... Ja. Ich übersetze das mal. Er sagt Entschuldigung. Nun, ich... Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Cool. Cool. Ey, sind wir cool? Ja, wir sind cool. Bild. Angucken. Aber bei dem nicht. Was da wohl passiert ist? Geh weg. Ja, ich gehe ja schon. Dann gucke ich das hier an. Oh Gott, vorlesen. Die Fräulein J. Rivera vom Apartment 2. Hallo meine Süße, ich vermisse dich so sehr. Noch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate. Ich hatte mit den anderen Jungs Landgang und wir haben ein paar Bier getrunken, aber keine Sorge, ich bewahre mir alles für dich auf, wenn du verstehst, was ich meine. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen, aber ich fühle mich hilflos, weil ich so weit weg bin und ich dich nicht beschützen kann. Kann ich jetzt irgendwie runter? Ah, hier. Okay, gut, das war's. Rückseite? Genau. Dieser Typ Miller hatte richtig Angst. Beim Wachdienst in den Laderäumen habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Auf der Duke haben sie etwas von Mandschureigold geredet. Doof. Ich glaube echt, das Ganze hier haben sie erst geplant, als sie von dem Gold gehört haben. Könnt ihr Pause machen und lesen. Das hier könnte ganz schön schief gehen, wenn sie nichts finden. Also, was tun wir? Das ist echt unheimlich. Hör mal, wir müssen entweder einen Weg aus diesem Raum finden oder wir müssen zuschlagen, wenn die Fischer zurückkommen. Okay, also von hier aus. Halte die Augen offen und finde einen Weg hier raus. Ausweg suchen. Gut, sei vorsichtig. Sehen. Fliss hat was gefunden. Ja, toll. Okay. Ich war gerade mit dem Gespräch und es wird einfach abgebrochen, weißt du? Auch irgendwie. Komm schon. Fuck.
Warte mal. Mal sehen, ob ich das abkriege. Achso, das habe ich schon. Ja, ja, das hatte ich doch schon. Weg. Ich glaube, da war dieses Schiff. Kann man mit dem noch reden? Wen? Mit dem Alex, der da was rumprobiert. Das funktioniert so nicht. Ich kann mit dem nicht reden, ja. Wie sieht's aus? Ich kriege ihn nicht auf. Yeah! Was ist denn jetzt? Wenn wir ihn aufsprengen, Freiheit. Ich weiß nicht, in welchem Zustand das Schiff ist. Könnte eine Sackgasse sein. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Oh ja, klar. Starker Mann, zeig's uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird richtig laut. Halt, halt! Vielleicht sollten wir die Tür verbarrikadieren. Ablenkung vielleicht besser. Aber ach so. Hey, hey! Kann mir mal jemand helfen? Yo, Brad! Hilf der Lady mal! Ich hab F gedrückt, wie mir kloppt, da weiß ich nicht. Das passiert gar nichts. Oder A. So. Ah, shit. Das war nicht so gut. Sind wir nun sicher? Eine Ablenkung machen sollen, wäre besser gewesen. Okay, also 3A ist gefährlich. Wenn irgendwo in einem Raum 3A steht, dann wird es wahrscheinlich gefährlich. Weil ich habe gerade noch mal was gelesen. Was machst du? Ich bin gerade in eine Wäsche. Dings da rum. Da. Guck mal schmutzige Wäsche an. Ach, da, okay. Oh, Conrad ist geschafft. Er kann echt einfallsreich sein, wenn er sich anstrengt. Was soll das denn jetzt heißen? Tja, dann gut. Conrad hat's geschafft. Oh, toll. Was sind hier vielleicht irgendwo Bilder noch an der Wand? Wobei, die werden hier wahrscheinlich eher alle vergammelt sein. Nicht
aber ich denke, dass wir einfach mal. Was haben Sie wohl mit Riss gemacht? Wer weiß, bei den Arschlöchern? Sie ist ein zähes Ding. Ja, das könnte ihr noch mehr Ärger einbrocken. Ja, vielleicht. Ich hoffe, sie bleibt cool. Ja, oh Gott, hoffentlich stirbt Fliss nicht gleich schon als erstes dann. Wieso? Was? Warum? Ja, weil die jetzt gefangen genommen wurde. So. Ich dachte, na, hoffentlich stirb ich nicht, ja, egal. Da leuchtet was. Auf dem Klo. Hast du auch diese, deine Verbindung zum anderen Spieler ist schwach? Nee, bei mir ist ein Ladebildschirm. Ein Fehler ist aufgetreten.